Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance Stefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat beim SK Rapid Wien am Ende in der 17. Runde der österreichischen Bundesliga 0:0 gespielt. Und ich muss zugeben, es war schon über die gesamten 90 Minuten plus ein paar zerquetschte gesehen. Eine etwas ja, matte Partie für wirklich ein sehr, sehr euphorisches Fanlager. Und ja, die Rapidler haben probiert Stimmung zu machen. Unsere Blackies bzw. unsere schwarz-weißen Fans natürlich auch. Aber am Ende konnte es die Mannschaft leider nicht so ganz aufs Spielfeld übertragen. Man muss aber eben auch fairerweise zugestehen, die Rapidler waren auch nicht besser. Von zwei, würde ich sagen, mittelmäßig bis eher schwächeren Teams waren wir auf jeden Fall das etwas Bessere. Meiner Meinung nach. Im ersten Durchgang, ja, die ersten 20 Minuten, die konnte man sich eigentlich getrost schenken. Danach gab es für Sturm eine Halbchance durch einen Freistoß von Peter Schul, der aber leider, wie schon des Öfteren in dieser Saison, dann doch knapp über das Tor ging, anstatt darin zu versinken im Netz. Und ja, etwas später hatten auch die Rapidler auf der anderen Seite eine gute Möglichkeit, aber unterm Strich war es das dann auch schon. Also ich fand den ersten Durchgang defensiv sehr passabel, man hatte kaum Chancen der Rapidler zugelassen, aber offensiv sehr ausbaufähig, auch im zweiten Durchgang kaum eine Veränderung, Sturm weiterhin in der Offensive bemüht, wirklich Akzente zu setzen, aber meistens ja, fehlt der letzte Pass, fehlt die Genauigkeit und auch vielleicht ein bisschen der Mut. Bei den Rapidlern kommt allerdings offensiv noch weniger. Auch die beste Chance der Partie in meinen Augen für unsere Blackies. Nach einer knappen Stunde wird Schrammel über halblinks bedient, bringt die Hereingabe nochmal auf Peter Schul, der relativ freistehend vor Strebinger, trifft dann nur Aluminium und
Und der Nachschuss wird im Endeffekt dann nochmal abgeblockt. Und ja, das ist eben auch sehr, sehr schade in diesem Moment. Und ja, unsere Blackies eben dann mit dem Matchball, den sie nicht genutzt hatten, wenig später dann auch eine gute Möglichkeit für Rapid. Um Minute 70 herum, Knasmüllner war es, glaube ich, ja, der junge Mann mit den sehr, sehr blonden Haaren, dessen Schuss dann auch im letzten Moment von einem unserer, Defensivverteidiger oder Defensivspieler da abgeblockt wird. Und ja, die ganz großen Möglichkeiten hatte das Spiel dann auch nicht. Also auch kein Ausschluss oder sonst was. Ich muss sagen, eben für Rapid gegen Sturm spielerisch habe ich mal ein bisschen mehr erwartet. Aber unterm Strich bringt uns der Punkt definitiv mehr als den Hütteldorfern. Man bleibt, da gehe ich mal davon aus, über dem Strich, aber definitiv mal vor Rapid. Von dem her, ja, ist es kein Weltuntergang. Und das dritte Spiel unter Roman Mehlich zum dritten Mal kein Gegentor bekommen. Also ich würde sagen, auch die Handschrift des neuen Chefcoaches ist auf jeden Fall zu erkennen bereits. Und ja, ansonsten muss man sagen, für die Kulisse her, von der Kulisse her hätte sich, ja, glaube ich, die Fankulisse generell hätte sich einfach ein bisschen mehr verdient, in spielerischer Hinsicht natürlich. Aber ja, was willst du machen? Unterm Strich, glaube ich, kann man mit dem einen Punkt auch leben. Von dem her war es das dann auch schon wieder bei mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.